Ja, heute ist schlecht Wetter. und ja, was soll ich sagen? Beim schlechten Wetter mache ich ein bisschen Werkstattzeit. Ich habe aber auch gestern Abend schon ein bisschen vorgearbeitet. So, hatte irgendwie Langeweile, dann habe ich hier schon mal ein bisschen rumgewerkelt. Ich habe hier den Lüfter vom Mähdrescher schon mal grob ausgewuchtet, dass der jetzt hier, ja, eigentlich so ziemlich stehen bleibt, wo er ist, ne? Vorher ging der dann nach unten. Da kommen wir gut hin, ein bisschen lackiert habe ich den noch über und fertig ist das. Dann habe ich mir gestern hier noch so eine Vorrichtung hier gebaut. Das sollte heute, oh, noch nicht trocken. Ne. Ah, ist noch nicht trocken. Können wir es noch nicht anbauen. Ne? Das ist ein Papierrollenhalter. Den will ich hier ran haben für die Rollen hier und das Sandpapier will ich da dran haben. Ja. So ist der Plan. Kam ich gestern so spontan. Hab da einfach ein paar Scheiben reingeschweißt. Ich habe da jetzt nichts Wildes gemacht. Hier die Löcher offen, dass ich es reinschieben kann und mit zwei Scheiben dann schön verankern kann. Ja, als kleine Werbung noch von uns. Wir haben wieder neue Tassen bekommen. Einmal, könnt ihr das sehen, mit Sibbers drauf und Generation Landwirt, etwas bewegen statt festkleben. Und zudem noch eine Tasse mehr. Auch mit dem netten Herrn Sippers drauf. Kacke ballern, Kacke rühren, bis wir unsere Knochen spüren. Mit dem 39 und Güllewagen. Richtig geil. Ja, die Tassen bekommt ihr hier bei uns im Hofladen und auch online auf www.sippershusum.de. Wer dazu Pullover, T-Shirts oder so haben will, Link ist unten in der Videobeschreibung. Was Spreadshirt, da bekommt ihr auch die passenden Klamotten dazu. Dann seht ihr hier hinten, hier ist ein bisschen Wasser drin. Das ist reingelaufen, ein Abfluss draußen war verstopft. Das habe ich aber alles jetzt schon gemacht. Der sollte nun wieder laufen. Hier sehen wir heute jetzt, wo mehr Regen ist, da geht die Zaunleistung ein bisschen runter. Aber jetzt nicht schlimm. 70% Akku haben wir noch. Ne? Das ist manchmal so. Und hier ist die Zaunleistung noch super. Und wenn wir gucken, Wolzer haben wir auch noch genug. Ja, das läuft. Ne? Das ist so das, was ich jetzt hier schon weiß, was ich machen kann. Den Rest muss ich nochmal mich ja, ein bisschen reinlesen, aber das ist schon echt praktisch. Ja, und sonst, ich werde mal gucken, wenn alles klappt, kommt morgen das 100.000er Spezial. Ne? Ich bemühe mich, dass wir das auf die Reihe kriegen. Das wäre eigentlich sehr, sehr praktisch. Morgen Sonntag, 12 Uhr. So, hier draußen regnet das, wie gesagt. Hier. Oh, hatte schon ein bisschen was gegeben. Ich habe heute Morgen geleert. 15. Und wir haben es jetzt 10.23 Uhr. Oh, mal sehen. 22 sollten ja kommen. Ich sage ja, für die Gülle ideal. Also das war wirklich der perfekte Zeitpunkt, die Gülle auszubringen. Ja, heute Vormittag habe ich nun da dran gesessen, schon mal das 100.000er Spezial vorzubereiten. Das wird ungefähr eine Stunde werden. Ich habe jetzt so die ganzen Bilder zusammen. Ich kann euch auch schon mal vorspoilern, es fängt natürlich situationsbedingt 2003 mit schlechterer Qualität an, gerade die Videos. Ich muss mal sehen, was ich damit reinnehme. Ist natürlich ja nicht die geilste Qualität und wird dann immer besser in der Qualität, definitiv. Ja, wir gucken mal. Dann soll ich da noch ein Voice-Over drüber sprechen, dass ihr da auch ein bisschen was über die Bilder wisst und Videos und so. Das wird eigentlich echt geil. Also ich finde es sehr interessant, das Ganze. Ja. Gut, ich bin gerade hier bei meinem Hai dabei. So wird das Ganze aussehen. Zwei Papierrollen passen darauf und das ganze Sandpapier. Hier hätte ich eben noch einfach mehr für Sandpapier. Ne? Aber das sieht doch top aus. Ne? Einfach gemacht. Jo, das wird im Hingang. Nur die roten Halter hier, die sind noch nicht fertig. Die sind noch feucht. Dann lassen wir die noch ein bisschen hängen. Dann habe ich heute für mein Lenksystem diesen Halter geholt, den hat er fertig gemacht. Da haben wir uns leider nur ein bisschen missverstanden. Er dachte, er kann das so ranklemmen. Das funktioniert ja leider nicht. Ich habe das jetzt gerade selber nochmal angepasst. Hier zwei Löcher, die inneren gebohrt. So passt das ran. Nur der Flachstahl, der muss ein bisschen länger. Und ja, das gebe ich jetzt so mit. Und dann macht das so fertig, dass das bei allen drei Treckern soll das ja identisch sein. Und dann passt das. Ne, mehr brauchen wir da gar nicht. Dann kommt der eben genau hier rein. Ne, und ist dann ja quasi auf, lass mich lügen, auf dieser Höhe ungefähr. Ne,
Und ja, dann hat das Ganze ja viel weniger Spielersinn, ne? Das ist einfach so. Das wird gut funktionieren. Ja, und hier nochmal zu, ich weiß nicht, wie, ne? Ich habe das ja wie gesagt ausgewuchtet. Das ist wichtig, weil du ja sonst ein Problem hast, dass er unrund laufen kann, ne? Es war gestern so, dass der geschweißte gleich nach unten ging von mir, ne? So, dann habe ich auf der gegenüberliegenden Seite, ich weiß gar nicht mehr, welche das ist, muss ich ehrlich sagen. Der mir na, das muss meiner sein, den ich gebaut habe. Dann habe ich hier einen Gegenkonter gemacht, da noch ein bisschen mehr Schweißnaht hingesetzt. So, bis das denn jetzt einfach so stehen bleibt, wo es ist. Wisst ihr? Das ist dann grob ausgewuchtet. Das geht eigentlich am optimalsten so. Ja. Wie gesagt, du kannst nicht mal mehr erkennen, welcher es ist. Also das bringt mir auch Spaß, sowas, ne? Ich würde auch gerne das vom Lenksystem selber bauen und sowas. Aber ich muss mir erst diesen ganzen Stahl ranholen und sowas. Das ist für mich so eine Fahrerei. Und jetzt gerade in der Hochsaison, ist das ein bisschen, ne? Dann hätte ich das im Winter machen müssen. Aber ich brauche das Lenksystem jetzt ja im Herbst, ne? Ich habe da noch nichts vom Update gehört. Ich habe aber gesehen, dass welche schon Update drauf haben. Da werden wir mal bei uns gucken, ob wir da schon ein Update fahren können oder ob da schon eins gemacht ist. Bin ich auch sehr gespannt. Und wann diese Antenne endlich mal aufs Dach kann. Ne? Das, ja, so der Vorgängerlenksystem kann es ja schon von der Firma, von Philips. Nur das hier noch nicht. Und das werden sie auch in den Griff kriegen. Da bin ich sehr optimistisch. Ja, dann ist das. Das wird schon. Nur eben diese Halterung mit diesen Hebeln, das hat er einfach zu viel Spiel, das ist so. Wenn der Motor die ganze Zeit hin und her wackeln kann, das gibt so eine große Verfälschung aufs Feld, da kriegst du keine hundertprozentige Genauigkeit hin. Der Motor muss schon stehen bleiben. Und das tut er dann so. Also da gibt es nichts, ne? Ja, passiert nichts. Und so mit den Haltern hier, das langt voll und ganz. Ne? Drei Stück brauche ich ja. Ja. Bringe ich ihn jetzt nochmal hin, dann kann er das machen. Oder Annika fährt da schnell hin. Und dann ist das gut. Oh je, da haben wir einen Alarm. Warum? Oha. Guck mal hier. 2,9 wegen dem starken Regen jetzt, wa? Mal im Auge betrachten. Das ist ja interessant. Es gibt jetzt gerade extremst viel Regen. Und das leitet natürlich super doll. Solange er noch nicht auf Null ist, sonst wäre da eher ein Schaden. Jetzt fahre ich da gleich nochmal hin. Na, das war ja auch mal was. Und der andere, wo ist der jetzt hingefallen? Den hatte ich ja gerade noch da. Guck mal, der ist auch ordentlich runtergegangen. 9,1 jetzt schon. Ja. Ja. Interessant. Also funktioniert tut's. Wahnsinn. Das war ja mal. Dass es jetzt auch gerade passte. Sehr schön. Ja, wir sind heute im Auto. Moin. Und wir sind unterwegs beim Scheißwetter gerade. Aber ihr seht es schon, unter Bergdeck. Die haben hier ein neues Lager aufgemacht, nur mit Reifen. Nur es pisst gerade wie Sau. Und ja, wir wollen hier schnell mal gucken nach Reifen für den. 311er. Hier sehen wir schon super viele Reifen. Und, oh, Annika, Oh, da sind hast auch du den gesehen? die 800er. Ja. Ja, wir wollen dann auch gleich euch ein paar Trecker hier zeigen, wenn wir schon hier sind, ne? Ich denke, wenn wir kommen, geht auch gleich die Sonne auf. Guck mal, hier steht ein 308er. Also ganz AS. kleine Reifen vorne. Das ist eine aus Heide. Hey, nur einen Trecker gekauft, oh. Ja, da wird, glaube ich, gerade verladen hier. Oh. Hei, du heiliger Metzger. Ja, wir gucken schnell mal mit dem Auto hier schon mal durch. So einen kleinen Einblick, ob wir hier was Schönes Neues haben. 800er. Der Hund im Spiegel. Siebenhunderter, 800er. Und ein Neuner. 415. Hey, Zwillinge. Oh. Für den 312er. Aber für ein Vario, die passen bestimmt auch bei dir, du. Hier die kleine süße Frulotte. Die sind echt niedlich, ne? Ja, die sind so zum Schmusen. Könnte ich mir für Bruno kaufen.
Er steht immer noch. 5,15 mit Frontlader. 3,11er oder was ist das? Ja. Oh, ich würde sagen. Mit Original Pott, Annika. Wo, was? Der nächste. Ach nee, ich guck, den habe ich noch angeguckt. Ach so. Hier. Ja, den können wir doch mal gleich abschrauben. Aber eigentlich. Nee, brauchen wir nicht mehr. Was brauchen wir gar nicht mehr. 3,11 LSA, das ist ja der kleine, das ist ohne Allrad, ne? Ja. Ja. Gott, was Pisswetter, du. Hier, der ist doch wohl scharf. Ja, zum Hochplatz fegen. Ja. Oh, die Schotten. GT und Xylon. Nein! Stefan, ich glaube, wir sollten jetzt ganz dringend wieder nach Hause fahren. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ja, das können wir hier nicht machen. Simmers muss gerne ganz dringend nach Hause. Tschüss, das war's denn. Scheiße. Gottverdammt, den müssen wir uns gleich nochmal angucken. Hoffe ich, wenn der Regen dann aufhört. Hast du ein Portemonnaie mit? Nee, ich habe kein Geld. Ich bin pleite. Kann mir jemand irgendwie hier so 30.000 Euro leihen? Hier ist das neue Reifencenter. Das haben sie ganz frisch neu bekommen. Da ziehen sie rauf und alles. Da steht hier ein BKT 650 65 42 Zoll. Der ist so groß. Also wer Reifen braucht, ohne Witz, hier hinfahren. Hier kriegst du eigentlich alles. 42 Zoll, 38 Zoll, 650, 85, 38. Was haben wir? Haben wir auch 85 jetzt Querschnitt? Wir haben ja 65, ne? Es regnet hier zu doll. Ja, das regnet hier so rein. Machen wir Seitenwechsel. Ja. Ja, Zwillinge, ich hoffe, wie gesagt, wir können gleich nochmal im Trockenen gucken. Dann wollen wir hier nochmal die richtigen Trecker angucken. Ach Mann, ne? Und gut, ich wohne nicht so dicht dran. Das wäre ich jeden Tag hier. Man muss ja immer noch ins Auto steigen. 924er ohne Frontkraftheber finde ich die extrem hässlich. Oder? Ja. Zu den 39er Optik. Fehlt was, ne? Ja. 926. Ey, mit dem Fender oben sieht der geil aus. Alter, das rote Fender in der Motorhaube ist so geil. Das ist richtig geil. Da streiten sich die Geister, ne? Ja, nee, da scheiden sich die Geister. Aber da oben finde ich das schon geil. Ich habe noch einen Schriftzug. Ist das da bei dir auch schwarz? Oder sieht das nur wo? So? Ja, oben bei dir, bei deinem Fan. Da, wo das ist ja, die anderen haben es ja auch schwarz. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, deins ist weiß. Ja, glaube ich auch. Aber geil, ja, mit dem Rot, ne? Ja. Hammergeil. Ich liebe das Rot. Oh, ist Geschmackssache. Ich finde es gut. Ich mag das lieber so, wie der hier hat. Ja, das sieht natürlich auch. Mit dem Turbo und so. Ja, Turbo haben aber nur die 800er drauf. Die 900er brauchen das nicht. Präsentieren wir das Wagengeschenk. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Guti, ich würde sagen, wir parken mal unser Auto und laufen mal hier rüber. Gott verdammt, wer fährt, wird führen! Oh Gott. Mensch. Ja, so ist das. Ja, mega. Ihr Auto beschlägt auch, wir steigen mal aus und dann gucken wir mal hier rum. Ja, wir haben nun gerade drin noch schnell einen Kaffee zusammen getrunken, ein bisschen geschnackt und wegen Reifen und so. Wir sind ja hier, wen das noch interessiert, kann ich euch schnell zeigen. Ein Helle-Watt, ne? Hier kriegst du alles, was rund um Fendt abgeht, ne? Ja, dann wollen wir mal ein bisschen rumlaufen. Hier oben vorne ist eigentlich so die verkaufte Abteilung. Da brauchen wir uns gar nicht so weit ran widmen. Da hinten ist die Werkstatt, ne? Ein Riesending. Motorbremsen, das gehört ja Standard immer dazu. Brauchst du ja. Ja, und dann gucken wir mal. Hier, die kleinen Prügel stehen ja immer vorne. Ne? 1050. Ja, das ist das Maß der Dinge. Sowas musst du haben. Ja. Oder gleich zwei oder drei. Ja. Ne? Nee, sind schon echt Giganten, diese 1050er. Das ist so. Wahnsinn. 1046. Hier ist irgendwas abgeladen worden oder soll noch was aufgeladen werden, ich weiß nicht. Ich habe einen Schlüssel mit für den Xylon. Wir hoffen, dass er anspringt. Der kommt aus Norwegen, sagt er, ne? Norwegen, ja. Weiß ich gar nicht so. Nee, ich meine Norwegen. Ja, gucken wir mal für euch an. Also ich habe kein Geld, ich kann ihn mir nicht kaufen, kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird nichts. Das hat er damals auch gesagt, beim 926.
Ja, was haben wir hier sonst noch? Die 900er Reihe, 939, 930. Waren wir ja damals erst überlegen, so einzunehmen anstatt unseren 39. Aber abgasnormtechnisch fand ich unseren schöner, weil der einfach nichts hat. Ne? Da ist nicht dieser Pott dran und diese ganze Geschichte wollte ich nicht gerne haben. Ne? Hier der 936, der hat ja auch schon Abgasrückführung und sowas. Es nimmt alles, ist nicht gut für die Motoren. Ich bin da kein Freund von. Ne? Das ist einfach so. 927, also du kriegst ja alles. Wer einen 800er sucht, ne? Fahrt hier hin, da werdet ihr schon fündig. Das ist 700er, alles da. Ne? Hier ein schöner 820er, der sieht wirklich top aus. Also wenn einer einen sucht, Frontzapfel und sowas, der sieht echt gut aus. Da gibt das nichts. Wenn man gucken, was der in Stunden hat, der wird nicht viele Stunden haben. Denke ich mal. Hat er Saft? Nee. Der hat bestimmt irgendwo einen Batterietrennscheider, wa? Ist der? Nee. Wird er nicht dafür sein. Ja. Doch. 7800 Stunden. Ha. Nee. Der sieht schier aus. Wirklich schier. Wo Annika schon weiter vorgelaufen, tröde zu sein. Auch hier noch einer. Wahnsinn, da noch ein 818. Der ist ein bisschen rostig an der Motorhaube. Hier auch ganz schick. 724 in schwarz. Blau ist Geschmackssache. Schwarz lasse ich mir noch gefallen. Mit den roten Felgen zusammen sieht das ganz human aus. Mit dem Aufkleber und dem Rot, das spiegelt sich schön wieder, ne? Finde ich schon schick. Ja, 800er da, der 39er. 722, 720, also kriegst du ja alles hier. 312 mit Zwillinge, sag ich ja. 415. Mensch, du. Die kleinen Hunde hier. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben noch eine Viertelstunde, ja, aber das kriegen wir. Der Reifen macht er mir ein Angebot für nagelneue BKT-Reifen. Mal gucken. Ne? Gebraucht haben sie auch was da, aber fehlt mir vier auf der Straße. Deswegen sind wir überlegen, da neue zu nehmen. Ja, hier 311er mit dem Originalpot. Wie viele Stunden hat der? 15.000. Ja, aber schmale Bereifung, Warnika. Ja. Und Baujahr, wie steht das denn? 85. Wie meiner. Ja. Das passt ja auch mit dem Auspuff. Aber guck mal hier auch wieder, ne? Da hat er auch so einen Rost, ne? Ja, so Schwein gehabt vom Zustand her. Ja. Wahnsinn, du. Der ist ja richtig durch hier hinten auch. Mann, du, da hast du echt Schwein gehabt. Ja, das war auch echt eine richtige oder die richtige Entscheidung. Ja, definitiv. Da gibt es gar kein Wenn und Aber, ne? Da stand ja noch der 612er bei mir zur Auswahl da hinten. Ja. Aber der ist ja auch vom Zustand so wie der. Und guck mal, hat er. Das sieht ja echt fürchterlich aus. Ja. Meiner ist echt toll gewesen. Das war von Anfang an der schönste. Der hier ja auch. Die sind alle so durchgegammelt. Wahnsinn, du. Das Glück ist echt verrückt. Wir haben einen einmaligen GT, das finde ich ja mal sehr faszinierend. Ich habe noch nie auf einem Xylon gesessen oder ich weiß es auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, vielleicht mal als Kind. Aber sonst, nee, war ich noch nicht am Xylon. Der hat einen Frontlader, der ist jetzt schon nach Deutschland verkauft. Habe ich schon gehört, mehr weiß ich auch nicht. 522. Ja. Ist immer cool. Jetzt hat er nur einen Stempel. Wie haben sie das? Ist das umgebaut? Was haben sie da denn noch gebaut? Haben sie das irgendwie fürs, dass sie schneller verstellen können? Nee, irgendwie, weiß ich nicht, was sie dahinter hatten. Ha, habe ich auch noch nicht gesehen. Naja, das ist ja nicht so schlimm umzubauen wieder. Wird er irgendwie kommunalmäßig ein bisschen unterwegs gewesen sein, würde ich mal so sagen. Kamera hat er hier. Druckluftanlage, das ist schon mal geil.
Oh, bin ich ja gespannt. Oh, komme ich hier überhaupt mit einer Hand rein? Junge, Junge, Junge. Ha. Er sitzt. Ah, oh, da steckt sogar ein Schlüssel. 9.134 Stunden. Aber Herr Hönig. Das wird doch nichts. Der hat, glaube ich, Luft im System. Hatte ja meinen 926 damals auch. Kann ich noch mal glühen lassen, ob das was hilft. Weiß ich nicht genau. Oder haben wir hier irgendwie eine Wegfahrsperre oder sowas? Schade, Marmelade. Das weiß ich nicht. Sonst hier oben dieses Fenster hat er ja, ne? Finde ich immer ja, schon witzig. So, mal sehen. Ja? Komm schon! Jawohl! Ich sag ja, der hat Luft in der Leitung. Kannst mal haben, die stehen ja auch dann teilweise. Ja. Top! Wenn ich keinen Gang drin habe, nee. Sehr schön. Kriegen wir alles in Gang. Hinten kannst du Scheibe aufmachen. Oh, ist aber nicht fest. Oh Mann. Scharnier gebrochen. Wollen wir gleich mal mit zwei Händen reparieren. Okay, der wird kommunaltechnisch unterwegs gewesen sein. So, jetzt können wir hier den wir mal zweiten Gang rein, Handbremse lösen, vorwärts. So, wenn wir hier die Lachschaltstufen, die wir hier steuern, das funktioniert. Dann können wir hier vorwählen, Rückwärtsgang und dann läuft er rückwärts. Das ist ja wie beim 800er auch, ne? Oder 500er, das haben sie alle gleich. Ich kann jetzt beim Rückwärtsfahren schon vorwählen, dann blinkt der vorgewählte Gang, drück einmal die Kupplung, lass sie wieder los und dann läuft er in die Richtung. Ihr hört jetzt ja von drin und draußen den Sound. Top, ey. Das freut mich, dass ich so einmal fahren kann. Ich würde mal sagen, ich gebe mal Annika die Kamera. Dann soll sie mal von draußen gleich mal ein paar Aufnahmen noch machen. Okay. So, sonst, dass er sonst hier schwer anspringen, sowas, da darf, braucht man sich gar nicht irritieren lassen. Das, wie gesagt, war beim 926 auch. Das ist ein kleines Problem meistens nur. Da hätte ich jetzt nicht so viele Bedenken. Sind ja super gefedert, diese Xylon-Dinger. Natürlich nach vorne hin eine exzellente Sicht. Also Wahnsinn. So, machen wir mal die Lastschaltstufen. Latchen! Also muss ich wirklich sagen, man sitzt hier sehr bequem drin. Sehr, sehr bequem. Herrlich. Da hinten hin, geht das auch von der Sicht. Anspannen ist natürlich schwierig, ne? Dafür hast du ja die Kamera, klar, der Monitor. Hier, Kamera. Ja, da kannst du was draus machen. Also das ist schon. Ja. Okay. Wo haben wir denn? Da ist doch der Gang raus. Ja. Zwei Steuergeräte könnte er noch mehr haben. Eine Frontzapfen auch.
stimmt, da war ein Stürmer. Frontflankverletter, du keine Front IHR. Top. Ich gebe mal Annika die Kamera, dann macht sie nochmal von außen ein paar Aufnahmen. Haben. Ja, mega. Wenn er auf die dritte Lastschaltstufe schaltet, da ruckt er. Sonst läuft er wirklich gut. Federung funktioniert gut. Den habe ich jetzt nicht in Gang gekriegt. Weiß nicht, worüber sie das steuern, ob das noch irgendwo umgeschaltet wird oder so. Seht aber optisch, es geht. Also wäre ein gutes Projektfahrzeug für unseren Channel hier. Ja, Motor sitzt ja unter der Kabine, ist ja hier MWM-Motor und Vierzylinder. Schöner, kraftvoller Motor, ne? Oh, geil. Also, das freut mich richtig. Erste Mal Xylon gefahren. Wieder was abgehakt auf meiner Lebensliste. Hier hinten das Scharnier, das ist Pillepalle da von der Scheibe und sowas. Da braucht man nicht drum herumreden, meine Güte. Ne, das kostet ein paar Euro und dann ist das Thema durch. Ne, ist schon geil. Spikes hat er drauf. Ich dachte schon, meine Güte, was hat der viele Nägel drin? Aber die waren zu symmetrisch. Ne, der hat im Winterdienst gelaufen. Ne? Das siehst du auch ein bisschen am Rost, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Dafür. Und oben hat er noch eine Rundumleuchte drauf, sehe ich wohl, so eine kleine. Dann hier neben dann das ältere Modell, der Vorgänger quasi, der GT. Ne? 395er GT. Gott verdammt. War das ein alter Schinken dagegen, ne? Gott verdammt. Standheizung. Weiß nicht, ob wir den in Gang kriegen. Da haben wir den. Ja, jetzt Batterie leer. Ja, also so ein Xylon, ich sehe mich noch mal im Xylon, dass wir einen kriegen. Ein 500er und ein Xylon, ne? Ist immer noch was interessant wäre. Geil. Richtig nice. Ja, mega die beiden, auch noch nebeneinander so. Herrlich. Richtig herrlich. Das hat mich gefreut. Also das würde ich mich noch mal wirklich auch noch mal als Projektfahrzeug sehen. So. Oh, ich bin so scheiße fanverliebt, ne? Das ist echt nicht normal. Ja, so ist das. Ja, sonst hier reifentechnisch, wie gesagt, ihr kriegt hier alles, auch mal da zurückzukriegen. Hier, ob solche 26,5er und es sind alle Größen hier. Also hier gibt es fast nichts, was es nicht gibt.
Wir haben ja extra das Lager gekriegt, da ziehen sie die Decken rauf. Kein Problem. Ne? Zwillinge. Pflegebereifung. Deswegen, ich mache mir da nie so einen Stress. Wenn ich was mal brauche dringend, dann fahre ich hier hin und hole mir das. Weil die, was sind das hier? 54 Zoll. 380er, die könnten bald sogar auf einen 400er passen. Zwillinge ohne Ende. 46 Zoll. Ach, verdammt. Das ist echt, das ist sagenhaft hier. Das ist einfach so. Junge, Junge, Junge. Also es ist für jeden was dabei. Egal was du brauchst, es ist was dabei. 500er haben sie jetzt, glaube ich, nur den einen. Ich gesehen habe, der ist zustandsmäßig auch nicht der beste. Hier zwei sind das sogar, dass das hier ein 300er, der wird auch ein 500er sein. Aber der ist doll mitgenommen. In der andere, ja, die sind nicht so prickelnd. Ne? Das ist ein 312er neuerer, der mit der einen Rundumleuchte drauf. So, nun wollen wir aber noch schnell mal an den ganzen anderen Reifen hier vorbei. Also wie gesagt, gebraucht und neu, die sind ja auch hier BKT-Händler, die kriegen da wirklich super Kondition zu und sowas. Einfach fragen. Also reifentechnisch gibt's nichts. Was sagst du zu dem, Annika? What? Frontkraftheber fehlt, oder? Ja. Finde ich, sieht kacke aus ohne. Ist nicht so meins. Da fehlt auch die 3 hinter der 9. Dann ist kein ordentlicher 39, sagst du. Nee. Hier die Froschaugen. 2 Stück. Oh, das ist rot, ne? Das machst du gerne leiden. Ich mach das sehr gerne leiden. Aber es hat. Können wir mal bitte reden, was er hier für eine hässliche Umrandung drum hat? Was soll der denn? Ah. Vielleicht lief der ja im Wald oder so. Das macht seine schöne Optik. Ich mag die, also rein rechtlich gesehen, ohne Frontkraftheber haben sie ja diese normalen Leuchten drin. Ne? Mag ich nicht leiden. Ich mag ja diese Glubstinger da, aber diese Kappen da drauf, bruh, das ist nicht schön. Das mag ich nicht. Ja, und du sagst die rote Schrift. Ja. Aber das kriegt meiner nicht. Nee. Na, du weißt ja nicht, ne? Irgendwann bist du mal nicht da. Das da oben, das finde ich schon nice. Ich weiß, wo dein Felgenfend rot ist. Alter. Ich weiß, wo die Pinsel sind. Ja, ich weiß, wo mein Anwalt wohnt. Ich habe keinen. Was haben wir hier noch für die Batterie extra? Weiß ich nicht, was sie da vorgehabt haben. Also, wer noch einen 926 sucht, hier ist einer. Die Leuchte ist jetzt auch Geschmackssache, ne? Selbe Rundumleuchte, wie meiner hatte. Das muss ja wohl so gängig sein da oben, dass sie sowas so nachbauen. Weiß nicht, ob der schon verkauft ist. Teile sind auf jeden Fall dabei. Aber wir wollen ja nur gucken, was er an Stunden hat. Hier drin sieht aber gut aus. Mal sehen. 18.000 Stunden. 18.949, also fast 19.000 Stunden. Aber hier drin sieht er gepflegt aus. Ja. Ne, keine Rückfahreinrichtung, der hat diesen Tunnel nicht wie wir. Wird ja anscheinend noch einen Service kriegen. Der sieht gut aus. Geil. Und hier neben haben wir dann noch einen. Was ist das für einer? Ist das auch ein 900er? Das könnte bald ein 900er. Ja, Fendvario steht ja dran. 926, hier ist noch einer. Mit dicken Puschen. 23.1 R26. Ich weiß nicht, wie breit das ist. Ein 710er hinten drauf. Der Zustand äußerlich ein bisschen angegriffener. Aber Frontzapfwelle. Hat der andere das auch? Nee, ne? Nee. Ja, und hier so die. Das mag ich. Ich mag das gerne leiden. Wenn das dann ordentlich aussieht, so wie bei uns, das ist dann schick. Wir können auch hier noch mal schnell gucken. Ja, ich weiß, ich beeile mich. Oh nein, er geht nicht auf. Gott sei Dank. Annika drängelt schon. Oh, da hat er ein geiles Schild. Ja. Unsere elterlichen Pflichten, nehmen uns das nicht übel. Ich beeile mich. 8,24. Du kannst dich nicht lösen, oder? Nee, kann ich auch nicht. Stefan. Ja, wir kommen ja noch mal wegen den Reifen wieder. Ja. Hoffen wir. Das ist auch abgeschlossen. Ja, ich glaube, das hat einen Grund. Ach, Annika, einmal schnell rauf. Nein, Stefan, wir doch, müssen er ist los. Offen. Er hat von alleine aufgeschlossen. Nee, hat er nicht. Was ist denn das? Stefan, wir müssen los.
Annika. Du hast Pflichten. Ja, ich habe Pflichten. So, einmal nur kurz gucken. Hier ist dasselbe wie im Zylon. Lastschaltung. Du weißt, dass in Dänemark nur 80 erlaubt ist, ne? 1377 Stunden. Ob die original sind, weiß ich nicht. So, jetzt sammle ich hier Schlüssel. Top. Ja, wir gehen in Richtung Auto. Wir haben 42 ja, Minuten. Ja, ich komme. Los. Stefan, 42 Minuten. Es ist 5 nach. Ich komme. 28, zweimal, dreimal. Ach, Mann. Ja, ja, wir hätten nicht so lange Kaffee trinken sollen. Ich weiß. Da kommt noch eine angebraust. Herrlich. Ja, hier die 700er Flotte. Hier ist einer mit schwarzen Felgen. 29 ist das. Das ist Deutschland. Ah, herrlich. Noch einer aus Deutschland. Hier ist so das, was in die Werkstatt geht, glaube ich. Steht hier immer so. Oh, tipptopp. Das ist schon geil. Ja, aber wir kommen ja auch noch mal wieder. Mann, Mann, Mann. Ich kann mich hier mal ganz schwer trennen hier. Oh, der hat mal ein mächtiges Auspuffrohr drauf, wa? Ha, geil. So, Schlüssel sind abgegeben. Tipptopp. Dann machen wir uns mal vom Weg. Da steht noch ein schöner 818 hier. Ha, herrlich. Ja, ich beeile mich. So, wir machen uns auf den Weg und dann ab nach Hause. Ja, wir sind wieder wohlbehalten zu Hause angekommen. Alles rechtzeitig geschafft. Ja, top. Hier überhaupt wollte ich noch sagen, Sturmschäden nicht gehabt. Das war auch kein Sturm hier, das war ein bisschen pustig, ja, aber mehr war da nicht. 23 oder 24 mm habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Haben wir auf jeden Fall einen Regen bekommen. Auch das war mega. Ne? Das war alles human. Du musst es allein zu Hause bleiben. Du? Ja. Ja, so ist das. Nee, war auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, wir sind ja wegen den Reifen dahin gefahren, weil die einfach super viel Auswahl haben. Aber er sagte auch, ne, wenn er jetzt schon 300 Stunden gelaufen hat, macht das eher mehr Sinn, dem neue Reifen hinten zu spendieren. Hat auch recht, weil der ja doch viel auf der Straße auch läuft. Weil sonst zahlst du nachher am Ende doch irgendwie mehr. Ne? Ja. So, hier wollten wir nochmal zukommen zu meinem 926. Er ist oben auf jeden Fall doch auch schwarz. Ne? Aber ist natürlich dagegen eine ganz andere Augenweide. Ne? Der ist vom Zustand einmalig. Der mega. Da haben wir so Glück gehabt. Der sieht so gut aus. Junge, Junge. Ne? Kannst du nicht mit den anderen da vergleichen. Wirklich wahr. Und der 39 hier genauso. Das ist schon gut. Aber auch ne, der 39 kann man ehrlich sagen, der hat ja ein bisschen Rost. Hier die beiden Bleche auf beiden Seiten müssen wir ja nochmal machen. Und hier diese Kotflügel, die werde ich auch nochmal lackieren müssen. Ne? Das ist so. Der ist eigentlich so mein schlechtester Trecker vom Rostzustand her. Auch wenn er gut dasteht, ist er eben von allen, kann man ehrlich sagen, der schlechteste. Da werden wir in den Jahren mal was machen. Wir werden sehen, dass wir im Winter hier schon mal diese Bleche neu lackieren und sowas einmal strahlen und lackieren. Solche Sachen, ne? Nach und nach machen wir die alle frisch. Ne? Das ist ja so. Die Hauptprobleme haben wir jetzt aber allen so gemacht. Und ja, jetzt gibt es noch ein paar. Ach, du bist niedlich, du. Paar Kleinigkeiten immer nach und nach. Das ist ja nichts, solange die laufen und so. Das ist ja nichts, was jetzt staut irgendwie. Ja, und sonst der Xylon, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen, damit zu fahren. Lastschaltstufe, weiß ich nicht, was das sein kann. Käme ich nie aus, weiß ich nicht. Also wie gesagt, in die dritte, egal ob von der zweiten in die dritte und, oder von, die vierte, von der vierten in die dritte, da ruckt er ein bisschen. Die anderen laufen sehr sanft. Der Motor ist der gleiche Motor wie hier im 926, genau der gleiche Typ, nur als Vierzylinder. Also der MW, M hat er, ne? Haben die nicht drin? Ja. Nee, MAN, so ist es. Meine Güte. Nun setzt es doch. Ich meine, MWM war es doch nicht. MAN-Motor drin. LKW-Motor, die laufen. Das Einzige, was die Xylons halt haben, oder die GTs auch, die haben einfach ein Problem, um die zu kühlen. Ne? Das ist situationsbedingt, weil das Ganze unter der Kabine sitzt, ist das ein bisschen problematischer.
da der jetzt wahrscheinlich mehr so im Kommunaldienst unterwegs war, denke ich nicht, dass der so die Probleme hatte, weil der nicht von dem Staub so betroffen ist. Die haben dann eher ein bisschen Rostprobleme, was sich aber für dieses Fahrzeug wirklich, fand ich, in Grenzen hält. Ne? Ihr müsst denken, er hätte in Norwegen gelaufen, dennoch, so wie es aussieht, ja im Kommunaldienst, fand ich jetzt nicht extrem schlimm. Wirklich nicht, so augenscheinlich. Ne? Ich hätte euch das alles ein bisschen gerne detaillierter gezeigt, aber die Zeit ist einfach sehr knapp. Wir haben eben auch hier für die Kinderverpflichtung, ne Bruno, lass die Katze, lass es. Ne? Und ja, da ging es nicht. Ich habe jetzt so viel Zeit rausgehauen, wie ging, um euch da ein paar Fahrzeuge zu zeigen, aber wir kommen da auch bald nochmal wieder hin. Es war auf jeden Fall wieder ein Ausflug wert. Ne? Wenn das was mit den Reifen wird, dann werden wir auch in den nächsten Wochen da nochmal hinfahren. Wenn ihr da noch Fragen zu irgendwelchen Fahrzeugen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn die Fahrzeuge noch da sind, kann ich euch das gerne detaillierter fragen. Ne? Wer da, wenn da schon ein Kommentar steht, macht den Gefällt mir und dann sehe ich das, umso mehr Interesse der dran ist, umso eher kann ich das auch zeigen. Ne? Gar kein Problem. Das ist ja ne? Kein Problem. Ja, wie gesagt, Xylon war für mich, ja, war das immer noch 515 und der 524er Xylon. Ne? Das sind so zwei Fahrzeuge, die ich immer noch irgendwann mal gerne in meinem Bestand hätte. Eher wie ein 615 oder so würde ich auch als dritte Wahl noch irgendwann mal nehmen. Da müsste ich aber auch ne, so viel Geld über haben. Das wird, glaube ich, in meinem Leben nicht passieren. Nee, aber die beiden Fahrzeuge finde ich immer noch interessant. Ne? 515 würde eher rausfliegen, weil wir den 415 haben, der ergänzt den Feuerwerk so ein Xylon. Ja, ist schon, weiß nicht, ich finde die irgendwie sehr interessant. Sie sind, ja, musst aber auch am besten den vor die Spritze denn dauerhaft mit Frontfass vorne dran da und sowas. Oh, keine Ahnung. Ihr wisst ja, ich habe da ja, Liebhaberei dazu, ne? Was soll man dazu sagen? Und nach fertig machen, ne? So, sowieso einen hier. Ne? Das, ich meine, Xylon wäre ein bisschen mehr, der würde, müsste tatsächlich erstmal stehen. Aber wollen wir nicht drum herumreden, ich habe die Kohle nicht. Ne? Also von daher, ja, ist das, wie es ist. Man muss auch nicht alles haben im Leben, das ist auch so. Gut, das war es aber auch wieder zu diesem Video. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Und natürlich ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.